Kinderclub stellt vor. Das Kätzchen stellt vor. Die Amphibie. Es regnete schon 3 Tage lang und das Kätzchen musste zu Hause sitzen. Wann hört endlich der Regen auf und die Sonne kommt wieder? Dachte das Kätzchen. Zu Hause zu sitzen ist total langweilig. Da hörte der Regen auf. Hurra! Endlich ist die Sonne wieder da, freute sich das Kätzchen. Ich fahre zu meinem Freund, den Welpen. Er saß wahrscheinlich auch die ganze Zeit zu Hause und langweilte sich. Das Kätzchen ging aus dem Haus, trat zu seinem roten Auto, setzte sich hinein, schnallte sich an, schaltete den Motor ein, drückte das Gaspedal und fuhr los. Weil der Regen gerade erst aufgehört hatte, waren überall große Pfützen. Es ist so toll, durch die Pfützen zu fahren, wenn das Wasser in alle Richtungen spritzt, dachte das Kätzchen. Aber plötzlich sah das Kätzchen etwas sehr Erstaunliches vor sich. So etwas hatte es noch nie gesehen. Direkt vor ihm hatte sich ein ganzer See gebildet. Natürlich war das kein richtiger See, sondern eine riesengroße Pfütze. Es regnete schon so lange und es hatte sich so viel Wasser angesammelt, dass es die ganze Straße versperrte. Durch so eine Pfütze zu fahren, wäre sehr riskant. Sie könnte sehr tief sein. Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich auf die andere Seite kommen? Das ist der einzige Weg zum Haus des Welpen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Das Kätzchen stieg aus dem Auto und kletterte auf das Dach, um zu sehen, wie groß dieser See, ach ja, die Pfütze war. Von dieser Höhe konnte man viel weiter sehen. Aber sogar von hier konnte das Kätzchen sehen, dass es auf keinen Fall um die Pfütze herumfahren konnte. Was soll ich denn jetzt machen? Ich hab's! Ich fahr zu Max in seine Garage. Er kann mein Auto sicher auf den neuesten Stand bringen. Wir sind schon da. Hier ist die magische Garage. Das Kätzchen hupte 2-mal. Piep, piep! Max! Max, mach schnell auf! Die Tür der Garage öffnete sich sofort und das Auto fuhr schnell hinein. Hallo Max! Du wirst nicht glauben, was ich heute gesehen habe! Und das Kätzchen erzählte Max alles, was geschehen ist. Wie es wegen dem vielen Regen zu Hause sitzen musste und wie langweilig ihm war. Wie es zu seinem Freund, dem Welpen, fahren wollte und wie plötzlich auf seinem Weg eine riesige Pfütze auftauchte, die eher so aussah wie ein See. Wie es aufs Dach seines Autos kletterte, um zu sehen, wo der See endete, aber nichts sehen konnte. Wahrscheinlich entstand diese riesige Pfütze durch den Regen, der 3 Tage lang andauerte. Natürlich, das passiert manchmal, aber das ist nicht schlimm. Es vergehen einige Tage und dann ist die Pfütze wieder weg. Sie trocknet schon aus. Aber ich kann nicht einige Tage warten. Ich muss heute zum Welpen zu Besuch fahren. Keine Sorge, Kätzchen. Wir erneuern dein Auto so, dass es direkt ins Wasser fahren kann und nicht untergeht. Und dann kannst du ganz leicht auf die andere Seite fahren. Juhu, sagte das Kätzchen. Wir laden jetzt ein spezielles Programm runter. Zuerst müssen wir das Auto hochheben. Dazu haben wir hier in der Garage eine spezielle Hebebühne. Jetzt müssen wir an der Unterseite des Autos spezielle aufblasbare Ballons befestigen. Aussuchen und draufdrücken. So. Ballons? Was ist das? Sie sehen aus wie Würste, aber von innen sind sie hohl. Da ist nur Luft und sie sind sehr leicht. Sie sind wie Schwimmflügel. Sie helfen deinem Auto nicht unterzugehen. Schau her. Hier befestigen wir den ersten Ballon. Und hier. Jetzt den zweiten. Hier. Und hier.
Fertig. Die Ballons sind befestigt. Aber wie kann ich denn jetzt übers Wasser fahren? Fragte das Kätzchen. Denn die Räder werden die Straße ja nicht mehr berühren, also den Boden der Pfütze. Genau, Kätzchen. Damit du auch übers Wasser fahren kannst, befestigen wir an deinem Auto eine ausfahrbare Schiffsschraube. So wie bei einem Motorboot. So, aussuchen, draufdrücken. Fertig. Die Schiffsschraube ist befestigt. Das Kätzchen dachte, dass Max schon fertig wäre und lief freudig zum Auto. Los, Max, lass mein Auto wieder runter. Dann fahre ich direkt weiter. Warte, das ist noch nicht alles. Wir müssen noch einen Knopf befestigen, der dafür sorgt, dass die Schraube ausfährt. Wir machen jetzt ein Loch in das Armaturenbrett. Genau so. Und stecken einen Knopf in dieses Loch. Fertig. Wenn du auf den Knopf drückst, beginnt die Schiffsschraube sich zu drehen und das Auto schwimmt vorwärts. Wenn du noch einmal auf den Knopf drückst, dann hält die Schraube wieder an. Und das Auto steht an einer Stelle. Alles total einfach. Jetzt heißt dein Auto Amphibie, weil es im Wasser und auf dem Trockenen fahren kann. Oha, das ist ja toll, Max. Tolle Arbeit. Tschüss. Hier ist wieder diese Pfütze. Mal sehen, was jetzt passiert. Das Kätzchen drückte aufs Gaspedal und steuerte zielbewusst direkt aufs Wasser zu. Das Auto vom Kätzchen fuhr schnell ins Wasser. Und das Auto schwamm auf der Oberfläche des Wassers. Wie toll! Das Auto geht nicht unter. Das Kätzchen erinnerte sich an den Knopf und drückte drauf. Die Schiffsschraube unter Wasser begann sich immer schneller zu drehen. Und das Auto fuhr vorwärts, wie ein echtes Boot. Das Kätzchen überquerte schnell die ganze Pfütze und war schon auf der anderen Straßenseite. Kätzchen, vergiss nicht, die Schraube auszuschalten. Drück den Knopf. Ja klar, ich erinnere mich.